Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute mal so ein richtiges Video drehen, in dem ich mich mal so auskotzen kann über alles, was mich immer mal wieder so stört. Was mir immer mal wieder in meinem Alltag begegnet, wo ich mich tierisch drüber aufrege. Es sind meistens totale Sinnlosigkeiten, aber es ist ganz oft dasselbe. Und deswegen wollte ich das einfach mal heute hier so loswerden. Vielleicht bekomme ich dann auch endlich mal den Kopf frei von diesen Gedanken, weil ich es jetzt mal... weil ich es mal ausgesprochen habe, weil ich darüber geredet habe und vielleicht sind die dann auch mal aus meinem Kopf raus. Oder vielleicht habt ihr ähnliche Erlebnisse oder vielleicht sogar Sachen, die ich jetzt nenne, wo es euch genauso geht, dann schreibt mir das super gerne in den Kommentaren. Und ja, ich wünsche mir, dass ich nach diesem Video ein paar weniger Gedanken in meinem Kopf habe, die mich zum Motzen bringen, innerlich. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben in unserer Nachbarschaft ein Pärchen, also die haben auch Kinder. Die Jüngeren, die sind so ungefähr im Vince-Alter und die sind aber schon ein bisschen älter. Das heißt, die Großeltern der Kinder, die sind schon Rentner. Und ich bin dann manchmal so, da sieht man halt ganz oft Oma und Opa, wie die halt kommen und sich nachmittags um die Kinder kümmern. Die Kinder kommen nachmittags aus Kindergarten, Schule nach Hause und da sind sofort die Großeltern da und die gehen mit denen auf den Spielplatz und die fahren mit denen am Wochenende schwimmen oder in Indoor-Spielplatz und die machen ganz viel mit denen und nehmen aber da natürlich auch gleichzeitig den Eltern irgendwo die Kinder auch ab, sodass die Eltern nach der Arbeit sich um den Haushalt kümmern können oder auch mal ein bisschen Zeit für sich haben. Oder ich sehe ganz oft, dass auch so, wenn ich in der Stadt Omas mit Kinderwagen laufen sehe, ist mein erster Gedanke, wann ist dir das mal passiert? Also ich kann das an einer Hand abzählen, wann mal die Großeltern meiner Kinder mit den Kindern irgendwie spazieren gewesen sind. Das soll jetzt kein Vorwurf an meine Familie sein, weil da ist man ja selber irgendwo auch dran schuld, wenn man nicht darum bittet beispielsweise. Und es wäre jetzt auch nicht so unbedingt nötig gewesen. Aber das sind so Punkte, wo ich dann so denke, oh, das ist so eine Oma, die ist Rentnerin, die ist schon zu Hause, die kümmert sich immer schön den ganzen Tag um ihren Enkel. Ist wahrscheinlich nicht so. Ist wahrscheinlich auch das einzige Mal, dass das passiert ist. Aber solche Gedanken habe ich dann in dem Moment. Und Neid ist sowas, was ich mir gerne abgewöhnen möchte. Und ich denke mir dann immer so, oh, ich freue mich für die Mama, die jetzt vielleicht gerade zu Hause auf der Couch liegt und einfach mal eine Stunde lang ein Buch liest, während die Oma mit dem Kind unterwegs ist. So zum Beispiel. Aber das ist bei uns zum Beispiel auch nicht möglich, weil wir halt junge Eltern sind und unsere Eltern auch alle noch arbeiten sind. Also die Großeltern meiner Kinder sind halt keine Rentner. Und andersrum, meine Großeltern sind natürlich schon Rentner, aber die sind halt auch schon relativ betagt. Und denen möchte ich dann nicht mehr meine Kinder dann so übergeben oder ihnen die Aufgabe übergeben. Und ja, das ist sowas, was mich dann innerlich so zum, oh Mann, und wieso sind nicht unsere Eltern einfach schon Rentner und haben super Bock drauf, zweimal die Woche nachmittags die Kinder zu nehmen und die dann zu bespaßen oder am Wochenende oder so. Vor allen Dingen freiwillig im besten Fall, dass man nicht darum bitten muss, sondern dass die freiwillig kommen und das super gerne machen. Jetzt, wenn ich das so ausspreche, ist das total doof, aber das sind so Sachen, wo ich dann manchmal so da sitze und so denke, oder wenn ich halt meine Nachbarin dann beispielsweise sehe, wie sie in aller Ruhe putzen kann oder sie hat immer so wunderbar ihren Treppenaufgang dekoriert, also quasi die drei Stufen, die dann zur Haustür bei uns immer führen und die hat das immer so wunderbar dekoriert, das sieht immer so toll aus und dann komme ich bei mir halt rein und es ist alles kahl und leer, weil ich halt nie Zeit oder Ruhe oder auch Inspiration habe, um da was zu tun. Und ich denke mir nur so, oh, ich möchte auch gern, aber es ist halt nicht so. Und dann motze ich innerlich so über die Nachbarin, die das Glück hat, das tun zu können und innerlich über mich, warum nimmst du dir nicht die Zeit und warum machst du das nicht schick und guck mal, wie das bei dir aussieht und wie schön das bei ihr aussieht. Total doof. Was natürlich auch einen großen Einfluss nimmt, sind die sozialen Medien. Ne? Da guckt man ja immer, was so andere Mamas schreiben. Und kennt ihr diese Mamas, die Männer haben, die Frühstück machen, die dann so schreiben, oh, heute, also Samstag oder Sonntag, heute durfte ich mal wieder ausschlafen bis um 10. Mein Mann war schon mit den Kindern draußen und die haben mir Frühstück gemacht, wo ich so denke, das ist mir noch nie passiert. In fast 4 Jahren Mutter sein ist mir das ernsthaft noch niemals passiert. Und ich denke mir so, dieses Upgrade für diese Männer, wo kann ich das kaufen, woher bekomme ich das, wie mache ich das, ich will auch so einen Mann haben. Andererseits passt das auch überhaupt nicht zu Manu und ich denke mir nur so, oh, also das ist halt so, natürlich wird auf den sozialen Medien, es gibt
viele, die da vertreten sind, die nur das Positive zeigen und wie schön das alles ist und so. Und, aber andererseits ist man dann immer so, oh, ich hätte das auch gerne und warum habe ich das nicht und warum ist mein Mann nicht so und warum macht er das nicht? Aber das stört mich nur in dem Moment, wo ich das bei anderen lese. Wenn ich jetzt Samstag und Sonntag früh 6 Uhr aufstehe, stört es mich gar nicht so sehr. Nur wenn ich das so bei anderen lese. So ist so diese typische Eifersucht. Kann man das so nennen? Ja, Neid ist es eigentlich wieder und ich möchte nicht neidisch sein. Ich freue mich ja dann auch für diese Mütter, die das halt haben, aber ich hätte das halt auch gern. Oder kennt ihr diese Instagram-Mamis? Die haben jeden Tag Zeit, sich unglaublich genial zu schminken, auch mega aufwendig. Also ich bräuchte für so ein Make-up wahrscheinlich so 20 Minuten. Bei mir sieht es so aus, dass ich das innerhalb von 2 Minuten irgendwie schaffen muss und dass ich da immer Svea nebenher habe, die da mein Zeug haben will und die ich dann immer noch mit irgendwas ablenken muss und beschäftigen muss, während ich hier ein bisschen rummale, da immer mal wieder auf das Kind gucken muss. Aber kennt ihr diese Instagram-Mamis? Die sind jeden Tag, wenn die ein Selfie machen, sind die top gestylt. Die haben sich Locken gemacht und die haben unglaublich tolles Make-up aufgelegt und das sind auch meistens die, die ganz tolle Outfit-Bilder posten können, ja? Outfit-Bilder, also die haben schon mal primär einen Spiegel, wo im Hintergrund keine Kindersachen rumliegen. Also wenn ich Spiegel-Selfies mache, dann hat man im Hintergrund entweder ein ungemachtes Bett oder wenn ich es im Flur mache, da stehen da halt Kinderschuhe und da liegen irgendwelche Spielsachen und im Hintergrund sieht man wahrscheinlich noch den Buggy, der da steht oder so. Also wieso ist das bei denen immer so super aufgeräumt oder räumt der nur diesen Bereich dafür frei oder stellen die sich einmal am Tag hin und machen für die Woche 7 Outfit-Posts, weil ich hatte auch gar nicht die Zeit dazu und ich sehe auch nicht jeden Tag so top gestylt aus. Also bitteschön, ne? Ich habe auch so diesen typischen Moody-Look auf jeden Fall und die sind immer top gestylt mit weißen Blusen, was sich ja unglaublich praktisch macht im Alltag mit Kindern zu Hause. Und dann denke ich mir nur so, warum und wie? Und das sind aber auch diese Mütter, die natürlich immer Zeit haben, sich auch mal mit ihren Freundinnen zu treffen, so auf ein Sektchen und dann gucken die Germany's Next Topmodel oder die gehen abends mit ihren Freundinnen mal schick was trinken und haben natürlich auch solche High Heels an, wo ich mir so denke, ich hatte in meinem Leben noch nicht solche High Heels an und jetzt würde ich erst recht nicht solche High Heels tragen und über solche könnte ich mich dann immer aufregen, weil ich mir so denke, wie machen die das? Und das kann doch nicht wahr sein. Wie haben die die Zeit dafür und wie haben die die Ruhe dafür und wie haben die überhaupt die Muße dafür, sich erstmal eine halbe Stunde für ihren Kleiderschrank zu stellen und sich ein Outfit rauszulegen? Ich muss mich früh immer beeilen und muss immer irgendwas schnell von meinem Stuhl grabbeln, was da so rumlag. Und selbst dann im Laufe des Tages habe ich dann zumindest Svea, die auf meinem Bett rumturnt und ich immer aufpassen muss, dass sie nicht runterfällt, während ich versuche, da irgendwie was zusammenzustellen, was einigermaßen zusammenpasst und nicht Augenkrebs verursacht. Und dann, wie machen die das? Und bei denen ist natürlich auch immer top dekoriert, auch pünktlich zum Jahreszeitenwechsel natürlich, ne? Und die posten auch immer Bilder, wenn die so Brunch machen mit ihren Freunden oder wenn die sich abends mit ihren Freunden zum Essen zusammensetzen, wo ich mir so denke, wann kochen die das und wann dekorieren die das und haben die keine Kinder, die denen da ständig in der Quere rumlaufen? Also ich komme nie dazu, in Ruhe zu kochen. Ich komme noch nicht mal dazu, am Wochenende einen Kuchen zu backen, weil ich dann Minimum Vincent im Wohnzimmer habe, der immer mal wieder ruft, Mama, guck mal, Mama, ich will dir was zeigen und Mama, kannst du mir mal helfen? Und Svea an meinem Bein hängen habe, die eigentlich hoch möchte auf meinen Arm, was natürlich nicht geht, weil ich ja eigentlich hier Eier zerschlage und Mehl abmessen muss und solche Sachen. Wie machen die das bitte? Also es ist so, vielleicht ist es auch vorgegaukelt, natürlich, aber das ist halt, die machen da ein Bild von einem Leben, was man selber vielleicht in Auszügen gerne hätte und meine eigene Realität ist so das krasse Gegenteil einfach von dem. Oder kennt ihr auch diese Mütter, die immer Fotos machen von den tollen Brotdosen, die sie ihren Kindern machen? Also da sind dann irgendwie Sternchen ausgestanzt und da gibt es 5 verschiedene Lebensmittel natürlich auch. Wann machen die das? Also stellen die sich dann abends hin und machen das für den Morgen fertig? Weil mein Morgen ist immer tierisch chaotisch und habe ich keine Zeit, irgendwelche Sternchen auszustanzen und wenn es noch 5 verschiedene Sachen da in eine tolle Brotdose zu packen. Also bei mir sieht es morgens so aus, dass ich erst mich schnell um Vince kümmere, dann mich um Svea kümmere. Mittlerweile, dann gehe ich irgendwie mich mal anziehen und ins Badezimmer. Und wenn ich dann runterkomme, dann hat Svea eigentlich schon wieder Hunger. Parallel müsste ich aber eigentlich das Essen für Vince vorbereiten. Und angezogen habe ich den eigentlich auch noch nicht richtig. Und dann steht auch schon der Papa, der losmachen möchte. Und Vince ist aber noch gar nicht fertig angezogen. Und dann kommt in seine Brotdose, also ich habe halt das Glück, dass der im Kindergarten frühstückt. Also ich bezahle da Frühstücksgeld, ich muss kein Frühstück mitgeben.
Aber selbst wenn ich das tun würde, würde ich keine Sterne ausstechen. Ich habe halt das Glück, dass ich nur was für die Vespa einpacken muss. Aber das endet trotzdem darin, dass ich ihm eine Banane und einen Keks einpacke. So, und das ist auch kein Instagram-Foto wert. Und das sieht halt wirklich immer so aus. Ja, dann ist es halt mal ein Apfel und ein Riegel. Oder es ist mal ein Quetschi und ein kleines Stück Schokolade. Aber mehr was Spezielleres ist es halt auch nicht. Wo ich mir so denke, ich hätte auch gar nicht die Lust dazu. Also selbst wenn ich vielleicht frühmorgens die Zeit hätte, wie auch immer das passieren soll, hätte ich keine Lust, da irgendwelche Sternchen auszustanzen oder vielleicht noch Bildchen zu legen mit dem Essen oder so. Also, warum macht man das? Macht man das dann nur für Instagram? Weil, also meinem Sohn wäre es wurscht. Dem wäre es egal, ob sein Brot halt viereckig ist oder in Sternform. Der findet das vielleicht ganz toll, aber deswegen schmeckt das nicht anders. Und deswegen isst er das auch nicht lieber oder weniger lieber. Aber über sowas Sinnloses reg ich mich dann immer auf. Wenn ich so ein Foto in meinem Instagram-Feed habe, bin ich sofort wieder, Julia, warum machst du das nicht? Warum sieht Vins Brotdose nicht für den Nachmittag so genial aus? Wieso machst du das nicht? Und andererseits denke ich mir, Mutter, dieses Instagram-Feed, dieses Instagram-Accounts, wieso postest du sowas? Wegen dir habe ich jetzt irgendwie Minderwertigkeitskomplexe, weil ich das nicht für mein Kind tue. Und über sowas reg ich mich auf. Und dann denke ich mir mal, wie doof bist du eigentlich, dich über so einen Schnickschnack aufzuregen. Aber ich tue es einfach. Ich reg mich über so Kleinigkeiten auf. Halt minimal, aber sowas beschäftigt mich dann auch den ganzen Tag. Also wenn ich so früh morgens so eine Oma mit dem Kinderwagen denke, das beschäftigt mich abends immer noch, dass diese Mutter so ein Glück hatte, dass die Oma mit dem Kinderwagen gelaufen ist, ja. Obwohl ich ja nicht weiß, was wirklich passiert ist. Vielleicht war die Mutter auch beim Frauenarzttermin, wollte ihr Kind nicht mitnehmen oder so, ja. Aber ganz oft reg ich mich wirklich über diese perfekten Instagram-Mamis auf oder halt über Männer, die Frühstück machen. Nur so ein Beispiel. Genau, also ich freue mich sehr auf eure Kommentare, ob euch das auch im Alltag oft so geht. Oder ob ihr vielleicht findet, dass ich total übertreibe, was durchaus sein könnte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, mir zuzuhören. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!